Im aktuellen One Piece Kapitel 979 haben wir gesehen, dass eine mysteriöse Person die Strohhüte observiert. Wir haben nun Schatten gesehen und eine Gedankenblase sozusagen im Manga. Dennoch frage ich mich, wer könnte diese mysteriöse Person sein? Und genau dieser Frage stellen wir uns heute. Ich denke, wir werden eh in naher Zukunft aufgeklärt, aber One Piece pausiert nächste Woche wieder, also wir werden noch länger auf die Folter gespannt. Deswegen ist es interessant, darüber zu diskutieren, wer diese Person sein könnte. Denn die Katastrophen und die Flying Six und so, die sind ja alle bei Kaido. Also einer von denen kann es nicht sein. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also es gibt zwei Optionen, wo ich sagen würde, die sind sehr, sehr wahrscheinlich. Wo ich fast schon wieder den legendären Satz droppen würde, wenn es einer von den zwei nicht ist, fresse ich einen Besen. Aber wir kennen Oda und wir lassen das Spiel heute. Bevor wir aber zu meinen Vermutungen kommen, wer das sein könnte, will ich euch kurz nochmal die Situation erklären. Die Strohhüte haben sich alle fertig gemacht, besprochen, wie es jetzt losgeht. Franky hat seine neuen, wohl vermutlich aufgemotzten Maschinen gezeigt. Die sind losgefahren. Zurückblieben noch Jinbei und Robin, die zusammen dann sich auf den Weg gemacht haben. Abschließend aber zu dieser Szene hat man in einem Panel unten links gesehen, dass sie beobachtet werden. Und es sieht so aus, dass diese Person, wie es scheint, nicht allzu groß ist. Es sieht so aus, dass sie sich irgendwie versteckt. Kann auch sein, dass es eine ganz normale Person ist, aber es sieht nun mal auf dem Bild so aus, dass diese Person nicht so groß ist. Aber auf die Größe würde ich jetzt nicht die oberste Priorität legen und mich da jetzt festlegen. Trotzdem lassen Sie jetzt mal über einige Charaktere reden, die es sein könnten. Ich habe gestern im Stream auch oft gelesen, dass es Marco sein könnte, der sich jetzt auf den Weg macht dorthin, was nochmal ein komplett anderes Fass ist, was ich jetzt nicht aufreißen will, aber wäre es Marco, glaube ich, würde er sich nicht so verstecken. Natürlich könnte man immer noch als Argument nehmen, dass er die Strohhüte ja gerade nur von hinten sieht und sie haben ja die gleiche Kleidung an wie die Beast-Piraten, deswegen hält er sich erstmal noch verdeckt oder so. Okay, könnte man sagen, aber ich glaube trotzdem, ein Marco würde nicht so herumschleichen, hinter denen herschleichen fast schon. Und ich denke, sollte Marco noch auftauchen, was sowieso noch im Raum steht jetzt für den letzten Kampf, wir müssen erstmal abwarten sowieso, was Nico Amushi sagt, der ist ja auch noch nicht da, dann würde Marco auf jeden Fall einen heftigen Auftritt kriegen, glaube ich, der komplett unerwartet kommt. Und es steht sowieso überhaupt noch im Raum, ob er kommt, denn ich glaube, es ist eher unrealistisch, Marco für Wano Kuni jetzt für Onigashima finalen Kampf noch mit einzuplanen. Aber schreibt mal eure Meinung zu Marco in die Kommentare. Wie eben schon erwähnt, der zweite Charakter könnte Neko Mamushi sein, der auch gerade von hinten da rumgeiert und nicht erkennt, dass es die sind, aber es geht. Da gehe ich auch mal nicht von aus, so, weil die standen ja gerade da an dem Fleck und deswegen glaube ich, dass diese Person, die sie da gerade beobachtet, dass diese schon länger da ist und auch genau weiß, dass das jetzt irgendwelche Leute sind, die nicht aus Onigashima kommen und nicht zur Kaidos Crew gehören. Deswegen lass uns mal zu etwas realistischeren Personen kommen. Eine realistische Person beziehungsweise eine Personengruppe ist die CP0, beziehungsweise allgemein jemand von der Weltregierung und da geht man nun mal von der CP0 aus. Und es ist gar nicht wirklich mal so abwegig, dass es auch sein kann, dass es sie sind, dass sie vielleicht gerade die Strohhüte schon im Auge haben, genau wissen, was da abgeht mit dem großen Raid auf Onigashima. Weil wir wissen ja auch, dass die CP0 schon auf Wano Kuni war, schon vor langer Zeit, direkt nach der Ankunft der Strohhüte waren die schon da und haben mit Orochi geredet und so. Und sie wissen auch wahrscheinlich von dem Feuerfestival jetzt da und sie wissen auch davon, dass die Kaiser sich verbünden zu einer Riesenallianz, Big Mom und Kaido. Und es kann ja auch wirklich sein, dass die Weltregierung auch gerade versucht, dort noch mehr ihre Finger im Spiel zu haben, um Kaido oder Big Mom zu assassinieren. Halte ich für nicht so unwahrscheinlich, aber immer noch nicht eine der wahrscheinlichsten Optionen. Man muss dazu aber auch sagen, dass Orochi, ich habe es oft schon erwähnt in den Streams und so, Orochi, viele haben es nicht mal auf dem Zettel, deswegen erwähne ich es so oft, er hat ja nun mal zur CP0 auch Vegapunk gefordert. Er will Vegapunk diesmal. Er will keine Kriegsschiffe, er will keine Waffen von der Weltregierung oder so. Nein, er will Kriegsschiffe, damit Kaido und so, damit die ihre Füße stillhalten. Denke ich mal, ist das einfach eine kleine Bestechung von seitens der Weltregierung, die sie Wano Kuni, sprich Kaido und Orochi geben, damit die letztendlich sich ein bisschen zügeln und nicht irgendwie den nächsten Tag die Weltregierung angreifen. Diesmal hat Orochi aber gesagt, ich will keine Waffen mehr, ich will kein 0-15 Kram mehr, nein, ich will Vegapunk, das Genie der Weltregierung, der Mann, der alles erfinden kann, der gefühlt hunderte Jahre der Menschheit voraus ist vom Wissensstand und alles, den will er haben. Und da ist jetzt die Frage, wenn sowas schon eingeführt wird von Oda in dem Gespräch zwischen Orochi und der CP0, dann wird sowas auch kommen. Deswegen ist für mich jetzt gerade noch der Arc auch am wahrscheinlichsten dafür, dass wir noch Vegapunk vorgestellt kriegen. Und deswegen müsste die CP0 dann ja sowieso irgendwie anwesend sein. Da ist die Frage, könnte das die CP0 sein? Was meint ihr? Ich glaube trotzdem eher nein. Oder die Sword-Einheit, auch eine Option von der Person, die gerade da die Strohhüte observiert. Es könnte Corby sein, habe ich öfter gelesen. Das ist Corby, einer von der Sword-Einheit, denn wir wissen, X-Drake gehört zur Geheimorganisation der Marine, die auch Sword genannt wird, also Schwerter sozusagen, die innerhalb der Marine sich aber auch nicht so zu erkennen geben für jeden. Also
Also es ist eine kleine Geheimorganisation, die aber mehr oder weniger sich bei Piraten, bei Kaisern einschleust, um so an Informationen ranzukommen, wie zum Beispiel jetzt die Allianz oder andere geheime Informationen, wie zum Beispiel auch, dass es gerade da die Strohhut-Allianz gibt, die gerade auch auf Onigashima zum Feuerfestival wahrscheinlich angreifen wollen. Das weiß wahrscheinlich X-Drake auch und der hat mitgeteilt an seine Leute von der Marine, die zur Sword-Einheit gehören. Und da ist die Frage, wer gehört noch dazu? Natürlich kann man jetzt erstmal so weit predicten, wer gehört wie wozu, aber bei Corby wissen wir es und ich glaube, Corby könnte ein Typ sein, der da wäre, aber Leute, wir wissen, Corby ist aktuell in der One-Piece-Welt woanders eingebunden und zwar bei der Festnahme von Boa Hancock und ich glaube nicht, dass der so schnell mal eben bei Amazon Lily Boa Hancock gefangen nehmen konnte und dann jetzt noch erstmal nach Wano Kuni reisen konnte in der Zeit und der noch unversehrt ist oder regeneriert ist in der kurzen Zeit. Deswegen glaube ich es nicht, dass Corby ist oder auch von der Sword-Einheit, weiß ich nicht. Großkaliber, die da vielleicht jetzt noch sein werden von der Marine, die vielleicht noch kommen. Kann ja noch sein, dass sie kommen in Zukunft, aber wenn sie jetzt schon da wären und sich da jetzt so verstecken würden, das passt nicht. Stell dir mal vor, Kizaru versteckt sich da im Gebüsch, bitte euch Leute. Also das glaube ich nicht. Manche haben auch gedacht, dass Kanjuro vielleicht derjenige ist, der jetzt mit Momo ja eigentlich unterwegs ist, dass der jetzt derjenige ist, der die von hinten so beobachtet und so, das glaube ich auch nicht, denn den haben wir Anfang des Chapters schon gesehen, das ist total auszuschließen. Was aber dennoch interessant ist, wie es bei ihm weitergeht natürlich, aber um jetzt nochmal auf diese mysteriöse Person zurückzukommen, kann ich mir noch durchaus vorstellen, dass es eventuell Hitetsu sein kann, der ja von Otama damals der Ziehvater war, so ein bisschen, der an der Küste wartet mit der Maske, der Schwertschmied, der wartet auf jemanden, das wissen wir. Peter war auch noch da, aber ist jetzt ja nicht mitgesegelt und deswegen vielleicht meine Vermutung, ist er vielleicht doch noch mitgekommen, will er sich nützlich machen, ist er vielleicht doch viel, viel stärker, als wie wir es überhaupt vermuten. Das könnte natürlich auch alles sein, dass er sich jetzt noch so ein bisschen hinterhergeschlichen hat und gerade nur so ein bisschen sich nicht zu erkennen geben will, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Eine weitere Option ist natürlich, dass es auch Hawkins sein kann, also Basil Hawkins, der ja in der Blumenhauptstadt total irgendwie noch zerschnitten aussah, so von Law irgendwie, Law hat ja den Spießumdreher gemacht dort im Gefängnis, er war ja eigentlich gefangen und dann am Ende sahen wir, er hat es irgendwie geschafft, den Spieß umzudrehen, sodass Basil Hawkins im Gefängnis angefesselt ist und dazu war er noch komplett zerschnitten überall und dass er es irgendwie geschafft hat, da rauszukommen aus der Blumenhauptstadt und jetzt vielleicht von hinten die Strohhüte ausspioniert und dann mit den Infos gleich letztendlich vor Kaido kommt und seine totale Ergebenheit sozusagen damit beweist, ist auch eine Option. Das wäre natürlich ziemlich ärgerlich, wenn es dann auffliegt wegen Hawkins, weil Hawkins habe ich immer so ein bisschen Hoffnung gehabt wenigstens, dass der später noch das Ufer wechselt, würde ich mal sagen, die Seiten wechselt und sich vielleicht auch Ruffy und so anschließt, weil eigentlich habe ich ihn immer so schlau eingeschätzt, dass er auch dann sich der stärksten Fraktion anschließt, was natürlich noch nicht Ruffy ist. Ich glaube, würde jetzt Hawkins die Karten legen, so wie es steht, würde, glaube ich, das immer noch natürlich meilenweit zugunsten von Kaidos Crew und so ausfallen. Aber irgendwann kommt der Punkt, glaube ich, da wird er das dann auch realisieren, weil Fakt ist, Ruffy und seine Allianz, die werden das da jetzt irgendwie schaffen. So, wer könnte noch die mysteriöse Person sein? Es könnte natürlich auch jemand sein aus der Gegenfraktion von Kaido, beziehungsweise, wer ja auch zu Kaido mehr oder weniger gehört, ist ja Orochi und Orochi hat ja seine Leibgarde. Das sind alles Ninjas, die Oniwabanshu, angeführt von Fukurukuyu, dieser Langohrläppchen-Heini. Und die ganze Leibgarde, die ganzen Wächter sozusagen, sind ja Ninjas. Also die sind darauf ausgelegt, Leute auszuspionieren, Infos rauszukriegen, unentdeckt zu sein. Das ist deren Spezialgebiet. Also das könnte natürlich auch sein, dass der Feind doch einen Schritt voraus ist und schon als Patrouille die Leibgarde von Orochi, die Oniwabanshu, losgeschickt hat, dass die da schon auf Patrouille sind auf Onigashima und vielleicht Ausschau halten nach irgendwelchen Feinden, dass das jetzt eventuell einer sein könnte. Das kann auch sein. Dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass derjenige dann gegen Jinbei und Robin auch kämpft, wenn er denn ernst zu nehmen ist. Also ich kann die alle von der Leibgarde von Orochi nicht ernst nehmen, aber vielleicht ist da ja ein oder zwei starke Kämpfer bei, die vielleicht dann gegen Robin und Jinbei kämpfen. Also das müssen ja auch schon ziemlich starke Leute sein, wenn sie gegen Jinbei kämpfen wollen und Robin. Jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach den realistischen Personen, wo ich eigentlich sagen muss, eine von den beiden Personen wird es sein. Da bin ich mir sicher, es muss eigentlich so sein, sonst ist es komplett was randommäßig Neues so. Aber ich glaube, es ist entweder Yamato, der Sohn von Kaido, der ja auch verschwunden ist dort auf Onigashima. Das passt einfach, dass der jetzt gerade da ist. Er wird gesucht. Er ist schwer zu finden, wie es scheint. Das haben die Flying Six gesagt. Laut ihrer Reaktion kann man das so ein bisschen rausschließen, dass es eine schwere Aufgabe ist, ihn zu finden. Warum? Ist er vielleicht so ein kleiner, widerspenstiger Junge, so ein kleines Balk, der, keine Ahnung, das macht, was er will und sich einfach gut verstecken kann und so. Vielleicht ist er auch kein kleiner Junge, vielleicht ist er ein großer, ernstzunehmender Kämpfer, der trotzdem abgehauen ist vor seinem Vater und da jetzt gefunden werden soll und vielleicht aber erstmal auf die Feinde stößt. Das ist für mich einfach das Wahrscheinlichste. Oder es ist Otama. Otama war sowieso für mich immer so ein Faktor, der eingebaut werden muss im letzten Kampf, weil Otama, ihr kennt sie alle, sie hat die beste Teufelsfrucht gegen die Bestienpiraten. Sie kann damit Smile-Nutzer, also die Nutzer, die eine Smile-Teufelsfrucht gegessen haben und eine künstliche Zoan-Frucht bekommen haben, die kann sie komplett mit ihren kleinen Dango-Bällchen, die sie da aus ihrer Wange ziehen kann, die kann sie mehr oder weniger verfüttern und die ganzen Crewmitglieder, die dann eine Zoan-Frucht haben, handzahm machen. Die Frage ist halt, wie es bei echten Zoan-Nutzern aussieht, aber sie war für mich immer eh so ein Faktor. Sie muss eingesetzt werden. Ich habe
eigentlich gedacht, dass ins Bankett vom Feuerfestival, dass da ihre Dango-Bällchen untergemischt werden. Und dass sie sich dann, wenn sie alle da speisen, die ganzen Teufelsrohr-Nutzer, die ja eigentlich auch so ein Nutzer sind und somit auch animalische Instinkte noch in sich haben, so, dass sie dann das Essen, das extrem genießen, diese kleinen Dango-Bällchen, und dann, dass sie sich zu erkennen gibt und sagt, hier bin ich, gehorcht mir, dann kriegt ihr mehr oder so. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach sie so taktisch nutzt, um Kaidos Crew noch gegen Kaido zu stellen und so auch die Streitkraft von Ruffys Allianz zu erhöhen. Das wäre natürlich eine Option, aber Otama ist nicht da, Otama ist gar nicht mit am Start, deswegen wäre das jetzt ein Moment, vielleicht hat sie sich mit auf die Schiffe geschlichen und jetzt hinterher hat sie sich auf Onigashima noch hinterher geschlichen, ist da gerade im Gebüsch so ein bisschen, kann ich mir vorstellen. Es passt auch dazu, dass Jinbei und Robin sie erstmal finden, das sind auch zwei Charaktere für mich, die in Frage kommen, dass sie die finden, oder auch den Sohn. Wenn es Yamato ist, der Sohn von Kaido, und er ein kleiner Junge ist, dann macht es Sinn, dass Robin und Jinbei den finden und erstmal auf ihn aufpassen, so. Und dann natürlich haben sie da auch noch ein Druckmittel. So, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Wer könnte es sein? Wer könnte die mysteriöse Person sein? Ich denke, wir werden aufgeklärt im nächsten Chapter vielleicht schon. Das kommt nicht nächste Woche, aber eine Woche darauf. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.